Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Gemeine Rade am Sonntagmorgen zusammen mit dem Philipp und dem Sebi, einen wunderschönen. Moin Moin. Moin Moin. So, wir sind natürlich wie immer am Weiterdreschen, haben es aber auch schon bald. Denn, so, sind wir beide an einer Hälfte, da vorne seht ihr den Philipp gerade abtanken. Am Zweifeln. Also, weil du mitten durchgestochen hast und dann war es voll. Ja. Oh, wir haben gar nicht mehr allzu viel. Ging wirklich gut jetzt. Also wir haben, das merkt man schon, dass wir jetzt größere Arbeitsbreiten haben, muss man sagen. Eindeutig. Und auch schönere Drescher. Mhm. Vor allem der Johnny, was? Aber ich glaube, zwei Drescher reichen fürs erste. Ja, zwei. Ich glaube, mehr braucht man tatsächlich auch. So viele Felder haben wir momentan noch nicht. Irgendwann wird sich definitiv ein dritter lohnen, aber erst wenn man sowas wie. Die 36 oder wenn man sowas wie Feld 2 oder Feld 4, 3, sowas. 36, sowas, die größeren einfach. Oder 22 ist auch relativ groß, 9. Ja, die größeren, wir haben jetzt Feld 7, das ist das einzigste echt große, was wir auch haben. Lohnt sich nicht, ne. Wie viel kostet jetzt zum Beispiel Feld 4? Ja, 623.000. Aber was anderes machen? Oh. Zum Beispiel abfahren oder Mischer zu mixen. Hm? Also, wenn zwei Dreschen und wir nur zwei Drescher haben. Jungs? Mhm. Habt ihr Bock auf Feld 36 häckseln? Warte, 36. Die können wir nicht häckseln. Da gibt's zwar eine Mission, aber die. Da kaufen meine ich. Geld nehmen und kaufen. Also Kredit aufnehmen und kaufen. 600.000 Kredit. Deine Ja. Sie können ja Mischration verkaufen. Wir haben noch. Ne? Haben wir noch Kredit aufnehmen? Nee, kann man nicht. Aber warte mal, ich habe irgendwas mal gehört, dass Zuckerrüben oder sowas sich ultra lohnt. Zuckerrüben. Wie kriegen wir denn für Zuckerrüben? Also für Kartoffel oder Zuckerrüben bei der BGR 540. 450. 450, so. Ups. Ja, mal gucken. Arbeitsbreitentechnisch. Bei Kartoffeln würde ich eher nicht nee sagen, weil 2 Meter oder 1,5 oder irgendwie sowas. Der Breite, der größte hat 3 Meter. Und so können wir haben gleich 4, oder? Also große dann würde ich aber auch, wenn wir Kartoffeln überhaupt machen würden, würde ich eher den Keiler 2 nehmen von Roper. Aber für zum Rüben. Anhängen? Ja, weil diese Selbstfahrer, der lohnt sich ja nicht. Oh. Für die ersten paar Male. Also, da brauchst du wenn es ein kleines Feld ist, wie zum Beispiel. Ja, da brauchen wir schon ein relativ kleines Feld, sonst ist man da mit den Ewigkeiten dran. Wir brauchen sowas wie Schweinefutter auf dem Bergmann. So ein Geldpumpgerät, so ist. Aber da haben wir ja tatsächlich auch schon die BGA, die wo ganz gut mit reinspielen. Echt gut, ja. Da hinten fährt er. Jo. Oh, glaub, das wird ganz schön spitzig. Vorne? Ja. Von dir zu mir. Ja. Ich glaube, da kann ich dann schon bald umdrehen. Mhm. Ja, da passt jetzt bald. Ein bisschen Stückchen brauche ich schon noch. Ich würde sagen, ab hier oder so kann das dann alleine weiter dreschen und den Streifen hier noch. Dann kann ich nochmal mal zurück. Also ich würde sagen, die Bahn fahr schon noch, weil der Sektor oben und den Rest macht er nicht, dann kannst du schon mal auffällt. Reisig oder 16 fahren, je nachdem worauf du Bock hast. Ja.
Ja, haben wir so noch irgendein Feld? Nee, ne? Die 5, die 6 sind abgeerntet. Die 40 braucht noch. Nee, die muss man untergruppen. Ja, meinte ich ja. Auf der Wiese hinterm Hof, da liegen Ballen. Ja, ich weiß. Die einfach liegen lassen, die müssen wir bis zum nächsten Mal mähen und dann mitnehmen. Wieso macht das voll? Du bist noch nicht voll, du kannst jetzt noch mehr. Nee, nehmen. Ich hab Alt X gedrückt. Also, so ich, also stimmt, ja. Und dann war es gerade so, dann hat sich mein Nein, das soll zusammenklappen, Kollege. Ich weiß nicht wieso, aber wenn ich Alt X drücke, dann meint manchmal mein Schneidwerk, ja, ich klappe mich mal zusammen, ne? Oder ich klappe mich auf, so. Gott. Dann hast du Alt X nicht gedrückt. Hm? Dann hast du nicht Alt X gedrückt, sondern bloß X. Nee, aber hat's irgendwie nicht so ganz akzeptiert. Also GPS hat's akzeptiert, aber das Schneidwerk wollte sagen, nee, nee, ich klappe mich auch mit aus. Aber gut, sei es ihm gegönnt. Oh. Post, und dann drehen wir mal. Durch den Streifen hier noch mit hier hoch. Herin in den letzten Streifen des Raps für dieses Feld. Aber was sagst du an, wo willst du hin? Zu 16 oder zu 30? Du an, ist mir egal. Ich nehme beide Felder. Ich ne, obwohl warte. Ich nehme Feld 16. Okay, gut. Dann kannst du auf Feld 30 fahren. Ja, ich denke da ist sie. Oh oh, ich glaube das schaffe ich nicht mehr. 90%. Mit dem Korntrank, ne? Im Notfall nimmt sich noch schlimm mit, das ist nicht schlimm. Wie hast du noch Platz? Dann wird es wahrscheinlich auch 80. Kritisch. 90 jetzt dann. Ich ja. Komme eher an meinen LKW vorbei, also oh. Alles gut. Okay, gut, das, dann kannst du das noch mitnehmen. Passt. Dann kannst du zusammenklappen. So, dann fahre ich nur noch schnell zum Malen rüber. Lip? Ja. Die ich die Idee nicht habe. Ich mische jetzt ein bisschen Mischstation, schmeiße es ins Silo rein, nehme mir einen Anhänger und fahre dann mehrere Tonnen rüber. So ein bisschen kleiner Tank. Kann ich auch machen. Und hat sich nicht ganz ist sich nicht ganz ausgegangen. Dann schauen wir Anhänger rausstehen. Könntest auch allgemein mal die kompletten Silageballen, Grassilageballen aufbrauchen und dann den Rest, was die Kühe nicht mehr mögen, in ja. Silo schmeißen. Ich will ja jetzt hier alles aufbrauchen. Und es geht dann so schneller, wenn ich mit mehreren Hängern fahre. Nee, dann klappen sie es halt mal aus. So, jetzt darf ich ausklappen. So. Pass, wie viel ist denn im LKW drin? Mal gucken. Zack. Ich hätte einen Mod-Vorschlag, den wir mit reinnehmen könnten. Der wäre? Manuelles Ankoppeln. Nein. Ja, das ist kein relatives Projekt oder so. Ja, aber ein cooler Mod ist ehrlich jetzt, aber... Nee. Das was? Ne, ich fahre das schnell weg. Wobei. Brauche ich eigentlich nicht. So, zwei Leichtkippen. Schön brav hinter mir. Und
Das ist nämlich gedroschen. Oh Gott. Ich hoffe immer, da liegt jetzt bitte kein Baum. Ah. Im Synchro, ja. Ah. Passt. Und düsen wir dann mal hoch zu Feld 30. Ja, genau am richtigen Weg, passt. Baum! Och, rechts hätte ich gebremst. Wieso ist er noch nicht gedroschen? Oh, das könnte vielleicht sein, dass ich es vergessen habe. Möglich. Aber ich glaube schon, dass wir irgendwann mal Feld 7 hier zu einem Feld machen, den Grünstreifen raus. Ja, glaube ich. Logisch. Oder Leute! Vorteile. Ja. Ja. Wenn ihr auf den Hof wollt, fahrt lieber mal hinter bei den Kühen da entlang. Bei dem Weg, der zu den Kühen führt. Der okay. andere Weg ist vollgestellt, voller Fahrzeuge gerade. Erstens steht da die zwei Reischen mit meinem Fan und dann steht da noch der Futtermischwagen. Also der Weg da hinten. Okay. Ja. An Silo könnt ihr noch fahren. Naja, das passt. Ohne Bedenken. Ah, das sieht aus, Junge, Junge, Junge. Oh. Leck. Alter. Du bist getappt. Ich. Bye bye. Tschüss. Mach fein nichts kaputt, gell? Nee, nee. Bin ich schon mal durchgefahren, hier ist kein Bauer, gut. So. Kommt ich glaube, ja. Irgendwann brauchen wir mal wieder Heuballen. Hm? Oh. Was mir auffällt. Wenn wenn du fahrst, lässt du immer so kleine Streifen stehen. Ich? Mit dem Häcksler, gell? Ja, aber ich denk alles ab. Manch. Ja, beim Drescher. Ja, weil der Schnellwerk breit ist, ist wie der eigentlich hinten der Auswurf beim. Ja. Letzten ausgelegt ist. Ja. Oh, jetzt geht's wieder. Oh Mann. Aber die gibt's ja, glaube ich, standardmäßigen 13 Meter Schnellwerk. Und bei mir ist das größte 12,7, glaube ich. 0,4. Hm? 12,4, soweit ich ja, 12,4. Weiß. Weil bei mir gibt es 13,7. Nein, das ist 12,3 sogar bloß. So, passt es aber auch schon gleich da. Bremsen. Oh, hier den Streifen noch mitnehmen. Ja, no, das ist jetzt wieder ein bisschen schnell. Ah, warte mal. Ich fahre noch mal kurz rückwärts raus. Oh. War natürlich nicht geplant. Also, ist die Auto schnell vorbei. Dann habe ich nämlich da meine Ruhe. Kommt die vorbei? Ja. Das ist perfekt. Dann kann ich nämlich jetzt in Ruhe rausschieben. Oh, da war doch noch eins. Ich muss halt jetzt ein bisschen warten. Oh, ich sehe nichts Hilfe. So. Sorry Jungs, hab's gleich. So, passt. Alter, hier sind so viele Bäume, ne? Ja, hier sieht's gut aus. Hier kann ich drehen. Ja, zack. Stopp, stopp, ganz ruhig, Kollege. Alles gut. Ganz mit Brauner. So. Zack. Zusammenklappen. Dann können wir auch schon gleich reinstechen hier einmal. Flo? Bin schon am Mitladen. Philipp? Flo? Ja. Wenn ihr an Zilo wollt, ich würde euch empfehlen, ihr fahrt vor meinen Fan jetzt erstmal und dann fahrt zurückwärts an Zilo hin. Ihr seid extra weit vorgefahren zum Abladen. Schnell. Okay.
Jetzt das Maria. Was ist denn jetzt los? Was war? Irgendwie mein Schneidwerk zappelt jetzt hat. Fand ich ganz so gewohnt wie du wolltest. Ja. Hatte ich auch vorher schon mal das Problem. Das ist einfach so quälte bekannt. So was bei mir nicht. Also bei mir, ich hab's immer angekuppelt, da ist ganz kurz ein bisschen, also Drescher ganz kurz ein bisschen gehüpft, aber dann ging's wieder. Quer? Ich hab's natürlich schon nicht hingekriegt, ne. Oh, da steht ein Auto. Möglich. So. Was, da kann man von drehen. Das heißt, kann man richtig Stoff geben mit dem Drescher. 42 Richtung Feld 16. Das ist nervlich. Aber nicht ihr, ein anderer. Das ist ja richtig. Das ist mir gerade erst aufgefallen, aber das Schneidwerk hat sogar Beleuchtung. Also ihr braucht es hinten dran. Natürlich braucht es das. Auch ganz kurz wieder vergessen, dass ich schon keinen Schneidwaggon habe, sondern der schon mit integriert ist. Du spielst mit denen, glaube ich, nicht so oft, die wo einen Schneidwaggon mit dran haben, oder? Nee, also ich nehme meistens eigentlich das Originale. Hallo. Was? Entschuldigung, bei mir ist irgendwie gerade was rausgegangen. Alles gut. Ja. Jetzt bringe ich eine ganze Ladung, wo ich zwei Ladungen mit den kleinen Mischration-Mixer braucht hätte. Ich mache jetzt mal einfach einen Kurs mit Feld 16. Einfach bloß F16. Ja. Ist eigentlich größer 30 oder die 16? Ich glaube 16 sogar ein bisschen. Ja, die ist länger. Aber für die 30 ein bisschen breiter. Ich glaube, hält sich in der Waage. Gut, war anscheinend quasi irgendwie entweder Internetprobleme oder ja, gut, sind wir wieder zu zweit. Irgendwie hat mich ja wieder aus dem PC rausgehauen. Okay. Moin. Ja. Also Leute, ihr hört es irgendwie gerade noch, aber er ist im Spiel momentan nicht drin. Wird aber demnächst schon gerade bekommen, oder? Ja, ich join jetzt gleich wieder. Das heißt, das Synchro wird auch gleich kommen. Habe ich keine Meldung bekommen. Ich auch nicht. Ich bin noch gar in der Synchro drin. Also noch einmal das laden, oder? Ja. Ladet noch. Irgendwie, oh. Ein paar Stellen mit grünen Roggen. Das kann man machen. Einfach durchfahren. Da ist überall normalerweise. Raps angesiedelt. Ja. Synchrofische eigentlich. Ja. Was können wir da drüber lassen hier? Synchro wird gleich kommen.
Synchro kommt gleich. Bis jetzt ist noch kein Text. Gleich kommt die Synchro. Ich bleib stehen und mach die Handbremse rein. Wenn der Synchro springen. Ja, ja, ich springe in der Synchro, geil! Oh, er kann die Pause für irgendwas schönes. Trinkpause nutzen. Oh, leg mich zum Strecken. Da geht nach oben. Ah. Da geht's weiter. Oh, ernsthaft jetzt. Mein Headset Diamant. Ich brauch Jaft. Oh nein. Du kriegst deinen Saft. Ja, Schritt bin ich, zack, bin ich weg. Das ist halt dann der Vorteil von den dauerhaft am PC angesteckten. So. Dauerhaft am PC angesteckt, Flo. Jetzt bekommt es sein Saft da drauf. Sie ist ja dauerhaft am PC angesteckt. Ja, mein Saft. Muss ich glaub da Philipp auch mal eins zu legen. Der wenn Mann er wird mir eher wenn dann ein Mikrofon kaufen oder ja Mikrofon kaufen anstatt nochmal ein extriges Headset mit Kabel, weil ich kann es genauso wie ihr an PC immer anschließen. Ja, nur aber ich halt auch den Vorteil, dass das halt auch gut. Aber ich habe halt den Vorteil, wenn ich es abstecke, kann ich immer noch reden. Du hast ja nicht so allzu weit. Was passt entweder GPS? Oh. Das war nicht die Tasche mit C, sondern das war Leertasche. So. Oh, GPS. Tempomat. Ehrlich. Ups. Oh. Philipp? Ja. Kannst du kurz etwas anmachen? Ich weiß schon wahrscheinlich. Ja, danke. Was passiert? Mir öfters. Ist eigentlich gar nicht wissen, ehrlich gesagt, was passiert ist. Ah, das ist umgeschmissen, oder? Nee, Lenkrad ist falsch eingestellt. Mir hat's auf. Lenkempfindlichkeit ist zu hoch. Okay. Bin ja auf. Soll ich ihn gucken? Nee, ich guck nicht hin. Kann das hingucken, hab's gelöst. Ich kann ihn wieder ausmachen. Ja. Bei den Kühen ist jetzt alles grün. Ja, es passt. Krass. Also die Silage fallen jetzt weg, machen komplett. Ja. Und alles einladen. Toll. Dann ramm ich erst die Reihe noch aus. Oh, jetzt hast du aber Gas geben. Ja. 310 Liter waren, also wo ich das letzte Mal drauf geschaut habe, waren 140 Liter drin, jetzt 310 drin. Da. Boah, ich geht einfach. Nur einmal rückwärts tappen müssen. Gut, weiß ich jetzt. Kann ich rein. Wow. Schreiben gerade in Klassengruppe, ne?
Ja, sehe ich den nach der Aufnahme. Okay. So, passt. Aber ja, wir dürfen uns für die Zuschauer und für die Aufmerksamkeit von euch auch schon mal wieder bedanken, denn wir sind für heute auch schon wieder fertig mit der Aufnahme. Immer wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen, wer natürlich sind, schaut auch gerne bei den anderen Jungs vorbei. Nun ja, jetzt kommt nochmal der legendäre Spruch. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet euch keinen Cent. Der unten steht so ein roter Knopf, da steht abonnieren drauf, den grau machen, Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und in diesem Sinne, ja, gebe ich weiter an Flo. Jo, dann wünsche ich euch allen einen wunderschönen restlichen Sonntag und sehen wir uns am Mittag um 12 Uhr zu einer weiteren Folge hier auf der Gemeinderade. Und bis dann. Macht es gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you.